Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Willkommen aus Lima. Ja, wie ihr gesehen habt, aus dem vorherigen Video stand ja eigentlich als nächster Stopp Arequipa auf dem Plan. Da waren wir auch. Da waren wir auch, aber ja, es gab keinen Vorfall. Kannst du ja mal kurz erzählen, was passiert ist. Genau, also wir sind auf der Fahrt dorthin, während der Busfahrt sind uns halt Sachen geklaut worden, Geld und unsere GoPro. Ja, war nicht so schön, das waren wir aber auch so ein bisschen selber schuld, weil wir Trickbetrügern da zum Opfer geworden sind, sag ich mal. Ja, da hat sich einer als Mitarbeiter von dem Busunternehmen ausgegeben, hat dann jetzt Kurzfassung gesagt, wir müssten unser Handgepäck über uns lagern. Und wir waren aber auch selber so ein bisschen einfältig, also dass wir es nicht vielleicht gemerkt haben. Wir mussten auch unsere Hände desinfizieren. Also alles so, was gespielt hat, dass wir da allem geglaubt haben. Ja, war schon sehr gut gemacht, einfach sich als Mitarbeiter da auszugeben. Und dann wurden unsere Rucksäcke wohl über unseren Kopf nach hinten gezogen, leergeräumt. Als wir dann später im Hotel waren und wir mit Karten zahlen wollten, ging das erst nicht. Dann wollte ich bar bezahlen, haben halt gesehen, dass das Geld weg war. Gut, das würde uns nicht noch passieren, aber Gott sei Dank haben wir die Pässe und die Karten funktionieren jetzt noch alle. Das ist das Wichtigste und haben uns auch direkt eine neue GoPro gekauft, deswegen können wir jetzt auch gerade aufnehmen. Und deswegen war für uns halt die Arequipa, die 2 Tage war gelaufen. Wir mussten dann zur Polizeistation, da haben wir dann über 7 Stunden bis mitternachts gehangen, am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder hin zum Unterschreiben. Da haben wir dann von der Stadt den zentralen Platz gesehen. Den blenden wir euch jetzt auch trotzdem noch mal kurz ein. Genau, da können wir euch noch mal einblenden, weil das ist ja die weiße Stadt. Aber ich glaube, wir haben für uns mitgenommen, einfach, wir müssen vorsichtiger sein, was unsere Sachen angeht, also einfach mehr bei uns behalten. Wir waren in dem Moment, glaube ich, haben wir Peru vertraut und einmal zu viel vertraut. Und, aber für uns geht es jetzt weiter, es ist egal, es war nur Geld, uns ist nichts passiert. Schade drum, aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Ja, das haben wir auch relativ schnell verdaut. Genau. Aber zeigen wir euch jetzt mal auch dann die Stadt ganz kurz. So, jetzt habt ihr kurz Arequipa gesehen, ist trotzdem echt eine schöne Stadt gewesen, aber war für uns dann einfach, ja, war gelaufen. Wir fahren jetzt morgen nach Ica, beziehungsweise nach Huacachina, 4,5 Stunden von hier aus mit dem Bus. Und ja, fahren da zu einem ganz wunderschönen Ort, den werden wir euch dann zeigen. Genau, liegt in der Wüste, als kleiner Tipp. Wir sind jetzt in Huacachina angekommen. Wir sind gerade mit dem Tuk-Tuk 10 Minuten gefahren, haben 1 Euro dafür bezahlt und sind jetzt hier in einem ganz besonderen Ort. Und zwar ist Huacachina eine Oase. Und das ist auch ganz besonders hier in Südamerika. Das ist hier ein natürlicher See. Und da seht ihr im Hintergrund wirklich die Dünen. Wir sind hier auch in der Wüste und haben jetzt eine Buggy-Tour gebucht. Die geht jetzt in einer Stunde los, für eine Stunde. Genau. Ja, und dann da freuen hoffen wir uns mal schon drauf. Und zeigen euch alles. Wir gehen gerade zu unserer Buggy-Tour. Durch die Dünen, was sehr schwerfällig ist. Da vorne stehen schon die Maschinen. Und das ist schon mal ein bisschen der Ausblick. Thank you.
erste Pause. Lira ist schon mit den Nerven fertig. So krass. Wir sind hier die Dünen rauf und runter. Echt cool. Wir sind auch nur zu vier, das ist echt cool. Ganz kleine Gruppe. Das ist unser Buggy. Und das ist die große Wüste. Wir haben jetzt 17 Uhr gleich und wir gehen jetzt, da seht ihr vielleicht schon einen laufen, auch da ganz oben, um den Sonnenuntergang einmal zu genießen und für euch aufzunehmen. Wir haben es geschafft. Und es windet sehr. Wir sind wieder zurück aus Huacachina. Wir sind ganz früh morgens dahin gefahren, um 6 Uhr, waren um 10 Uhr da. Bus war auch super safe, haben auch alle Sachen jetzt noch bei uns. Sind am nächsten Tag wieder ganz früh zurück. Und ja, wie ihr gesehen habt, das war echt richtig spektakulär. Es war echt eine schöne Zeit, ein richtig schöner Tag. Ja, und jetzt sind wir wieder in unserem Apartment in Lima und bereiten uns vor, denn es geht für uns heute nach Argentinien. Genau, jetzt noch ein paar Worte ganz kurz zu Peru. Hatten wir ein Fazit wegen Kolumbien auch noch uns angedacht. Genau. Also nichtsdestotrotz, Peru war mega cool. Ihr habt es ja in den Videos auch gesehen, super vielfältig. Also von den Bergen in den peruanischen Anden, wo der Machu Picchu dann lag. Super schöne Strände hier in Lima, dann die Wüste. Also ein sehr, sehr vielfältiges Land. Nichtsdestotrotz ist es auch sehr sicher, ne, auch wenn wir jetzt geklaut werden, klingt vielleicht komisch, aber man hat hier nicht diese Armut wie in Kolumbien, dass man hier Leute auf der Straße einfach sieht, auch die hier vielleicht halb tot rumliegen, auch die Drogen, das hat man hier nicht. Gut, wir sind jetzt Opfer von Trickbetrügern geworden, das kann überall, glaube ich, passieren, weil man vielleicht dann auch zu nachlässig. Genau, es wäre ja zu nachlässig. Es ist einfach so, dieses Land hat so viele Facetten zu bieten. Wir würden hier, glaube ich, jedes Mal wieder hinreisen, weil landschaftlich so viel zu bieten, menschlich auch so viel zu bieten. Ja. Alle Menschen, die wir bis jetzt hier kennengelernt haben, waren super nett, total interessiert, haben uns auch geholfen. Und also Peru, ganz, ganz dicker Urlaubstipp für alle, die wirklich auch jetzt nicht nur Strand machen wollen, sondern auch was erleben wollen. Dieses Land hat einfach alles. Wahnsinn. Genau, falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Genau. Helfen wir gerne weiter oder geben euch gerne auch Auskunft. Aber genau, für uns geht es jetzt weiter heute Abend nach Argentinien. Und von Buenos Aires werden wir morgen direkt weiterfliegen in den Norden und euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Genau, bis dann. Ciao.